Autorität vertreten, von der Wiege bis zur Bahre, während die anderen nette Bildungsprogramme machen, um die Leute bei Laune zu halten. Also diese Unschuld ist ein Stück weg, aber es ist bei weitem noch nicht so, dass wir da integrierte Policies und Konzepte und Kompetenzen haben. Ich habe mal längere Zeit versucht, in einem Pharmakonzern ein Projekt integrierter Personalarbeit zu machen. Das ist hartestes Brot, weil das sind ganz verschiedene Welten, verschiedene Denkweisen, verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Grundausstattungen, Wertorientierung und persönlichen Lebensmythen, die auf diesen verschiedenen Positionen sitzen. Selbst wenn ich eine konzeptuell eine gute integrierte Variante habe, damit die Menschen, die die Position als klassische Personaler und Personalentwickler und so vertreten. Also da ist weit, was schwierig genug ist, ist das strukturell, prozessual und strategisch richtig aufzustellen, weil oft gar keine Bereitschaft und Verständnis dafür da ist. Aber selbst wenn das da ist, da haben wir ja nur den Managementteil daran gelöst. Jetzt müssen wir noch den Führungsteil daran lösen, nämlich wie können Menschen gewonnen werden, das kompetenzmäßig auszufüllen und seelisch mitzutragen. Und da haben wir die ganzen Probleme der persönlichen Lebensmythen und Lebensorientierung. Und deswegen ist da sehr viel vielschichtige Arbeit zu machen, damit das gelingen kann. Wird total unterschätzt, was da an Notwendigkeit da ist. Und ich muss sagen, wir sind damals eigentlich unterm Strich gescheitert. Das sind alle am Schluss wieder in ihre Löcher zurückgekrochen. Eine andere Art, Symbiosen einzuteilen, ist die folgende. Es gibt komplementäre Symbiosen, das haben wir gerade gesehen. Man versucht sie einfach gegenseitig in unnötiger Abhängigkeit, Klammer, zu ergänzen. Ich erinnere mich sehr, weiß ich, glaube ich, darf das sagen, an den Spruch deiner Eltern, den ich so rührend fand, weil die ja wirklich mit zunehmendem Alter beide eben auch mit ihren Beeinträchtigungen leben mussten, wie dein Vater so rührend sagte, zusammen sind wir ein halbwegs passabler Mensch. Das hat natürlich nichts mit Symbiose zu tun, also nicht mit dysfunktionaler Symbiose, sondern eher im ursprünglichen Sinne, biologisch gesehen, ist Symbiose ja einfach in gegenseitiger Abhängigkeit funktionierende Lebensgemeinschaft, an sich nichts Negatives, zu unterscheiden von Schmarotzern, wo die einen einseitig auf Kosten anderer leben. Also das sind die komplementären. Also wenn wir von Symbiosen sprechen, meine ich immer dysfunktionale Symbiosen, wie sie gleich definiert werden. Nur verkürzt reden wir immer von Symbiosen. Und dann gibt es aber auch die Wettbewerbssymbiosen. Das sind die Menschen, die lebenslang im Clinch miteinander liegen, aber doch nicht voneinander lassen können. Also meine Eltern hatten es, wann ich sie kannte, eine Streitbeziehung. Und eigentlich war das Komplementäre zur Aufrechterhaltung ihrer nicht sich vollständig Entwicklungsgemeinschaft, das komplementäre Verhalten war, dem anderen konkurrierend entgegenzutreten. Nur dadurch konnte das aufrechterhalten werden. Und an den Wettbewerbssymbiosen ist sehr häufig interessant, was dabei insgesamt nicht verantwortet oder entwickelt wird. Und in dem Fall habe ich als Kind eine leidvolle Geschichte davon zu berichten, eben auch die Auswirkung auf die anderen, für die dann keine Energie da ist, beziehungsweise für die Einbeziehung als Mitspieler in diesem symbiotischen Drama. Ich erinnere mich, als meine Mutter ein Ferienhaus in Italien baute, mein Vater davon erst gar nichts wusste und es gab dann Riesenkrach und dann aber doch mitmachen musste, weil er das Geld hatte, dass man das finanzieren konnte. Meine Mutter tobte im Wohnzimmer, mein Vater tobte im Schlafzimmer und ich, 17-jährig, noch nicht genügend geschult, wie man sich raushält aus Symbiosen, wanderte mit den Bauplänen zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer. Ja. Ja, das war also genügend Anschauungsmaterial, das ich ja bei der Gelegenheit auch mit euch teilen kann. Das heißt, da müssen wir dann meist auch weg von dem System zu zweit, denn sehr häufig hat das wiederum eine Funktion mit dem Abhängigkeitenbilden in komplexeren Systemen, wofür aber die meisten dieser Darstellungen, zumindest die grafischen, natürlich nicht geeignet sind.
Fragen kann man sich an der Stelle dann immer, auf welcher Ebene ist es komplementär und konkurrierend? Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil konkurrierend waren meine Eltern, wenn man so will, auf der sozialen Ebene und komplementär im gemeinsamen sich der Frage, ob sie eigentlich zusammen ihr Leben verbringen sollen, nicht stellen wollend. Das war das Komplementäre an der Geschichte. Zurück zu der Ursprungsszenerie, aus der heraus die Symbiosen von Schiff entwickelt wurden. Das waren eben die schwergestörten Patienten, die, ich habe schon gesagt, die Schiff verlangen, Verantwortung übernahmen. Nicht Verantwortung übernahmen war für sie immer ein Teil von Pathologie. Das müsste man manchen heute auch mal wieder sagen. Von daher hat sie immer beschäftigt, wie können wir den anderen nicht nur damit konfrontieren, dass er Wirklichkeit vernünftig wahrnimmt, nach ihrem Gusto, sondern auch, wie müssen wir ihn aktivieren, dass er die angemessene Verantwortung in dieser Wirklichkeit auch wahrnimmt. Und schwere Störungen gehen immer mit einem sehr hohen Grad von Verantwortungsvermeidung einher. Und da haben die dann in dem Zusammenhang vier Arten der Verantwortungsvermeidung entwickelt und die praktisch sehr nützlich sind, ich werde das gleich noch zeigen, und wie die eben Wirkung haben, das heißt zunächst mal die Verantwortungsvermeidung, beziehungsweise wenn dadurch irgendetwas entsteht, was irgendjemand halt versorgen muss, damit die Einladung in Symbiosen, also Passive Behavior Invites into Symbiosis. Ich habe es sie eigentlich nicht passive Verhaltensweisen genannt, weil das auch wieder semantisch irreführend ist, weil sehr viel davon kann sehr aktiv sein. Es ist nur passiv bezogen auf angemessene Verantwortungsübernahme. Deswegen habe ich diese Verhaltensweisen symbiotische Verhaltensweisen genannt, was, wie wir nachher in der Definition noch haben werden, sagt, dort wird Verantwortung nicht wahrgenommen, beziehungsweise es wird die Umwelt genötigt, ersatzweise Verantwortung anzunehmen, dass man zusammen dann doch irgendwie die Sachen am Laufen hält. Und da haben wir das Nichtstun. Durch das Nichttun einer Person, und das sage ich jetzt nicht dauernd dazu, weil es sonst sprachlich kompliziert wird, dort, wo aus Sicht eines Beobachters etwas getan werden sollte, werden andere dazu eingeladen, anstelle dieser Person Verantwortung zu übernehmen, die nicht die ihre ist. Das ist, das merkt jeder. Also wenn im Hoteleingang ein Portier steht, dessen Aufgabe wäre, den Gästen die Türe aufzuhalten und der unterhält sich stattdessen, der sträumt und tut nichts und es springt deswegen der Portier herbei, der Mann an der Rezeption schnell herbei, um die Tür aufrecht aufzumachen, dass der Gast durchgehen kann, dann gibt es ein geteiltes Verständnis von Verantwortungsübernahme und es gibt ein passives Verhalten des einen und einen Ersatz des anderen, der an der Stelle einspringt in eine Verantwortung, die in dem Fall jetzt nicht nach menschlichem Ermessen, sondern nach Organisationszuständigkeitsklärung eigentlich nicht in dessen Verantwortung fällt. Eine schwerer zu identifizierende Form, Verantwortung zu meiden, ist Fehlverantwortung zu übernehmen. Also jemand empfindet das Unbehagen, dass er was tun sollte, aber anstatt nachzufragen, was die Anforderungen an seine Verantwortung wirklich sind, macht er sich Fantasien darüber und passt sich an diese Fantasien an. In der Schiffschen Terminologie heißt das Überverantwortung. Macht mir nicht so richtig Sinn, aber sehr häufig, Überverantwortung ist vielleicht daraus entstanden, dass jemand dann mit großer Intensität irgendetwas macht, von dem man so viel nicht braucht, was gar keinen Sinn macht. Ich würde es hauptsächlich Fehlverantwortung nennen. Und durch das engagierte, aber unangemessene Tun werden andere dazu eingeladen, etwas als einen Beitrag zu akzeptieren, was die anderen gar nicht wollen, sie aber nötigt, denjenigen doch aus der Verantwortung zu entlassen.
oder demjenigen die Legitimation, den Schwung, die Überzeugung nimmt, den, der sich durch Fehlanpassung seiner eigentlichen Verantwortung zu entzieht, zu konfrontieren. Ich mache nachher ein Beispiel. Das euch. Ja? Mikro? Also meine Frage ist, ich habe schon öfters Leute gehabt, die haben in jungen Jahren eine Mutter gehabt, die Alkoholikerin war, und die mussten dann früh Verantwortung übernehmen, waren dann später auch oft Führungskräfte. Würde das zu dem Thema Fehlverantwortung übernehmen nach dieser Terminologie gehören? Ja, klar. Und die haben dann ein gewohnheitsmäßiges Muster entwickelt, immer halt sich viel zu viel zuzumuten. Gehört das da rein? Ja, klar. Ich denke nie so, gehört ein Beispiel in ein Schema, sondern ich denke immer andersrum. Wenn das Leben ist, können wir mit dem Schema etwas Vernünftiges darüber sagen, was uns irgendeinen Erklärungs- oder Steuerungsnutzen gibt. Weil, dass man bloß nicht die Wirklichkeit in die Schema da packt, sondern andersrum denkt. Ich finde, dass man dieses Schema darauf sehr gut anwenden kann. Also nach unserer bürgerlichen Vorstellung, wer für was in Familien zuständig ist, ist ja hier deutlich eine Verantwortungslücke, in der in dem Fall ein Kind oder mehrere Kinder gewohnheitsmäßig einspringen. Dann gibt es ganz komplexe Deals, auf die wir nachher noch kommen, wie Kompensationsgeschäfte. Dafür gucken die Eltern dann dran vorbei, dass sie schon früh rauchen und trinken und solche Sachen. Und so jemand kann dann lernen, dass, wenn es in der Familie schwierig ist, ist man wichtig in der Familie und trägt bei zum Gelingen doch irgendwann, dass man halt Mist wegräumt, Verstimmung sorgt, Schlimmste verhütet und sich gar nicht klärt, wofür bin ich eigentlich zuständig. Und schon gar nicht, weil es in der Familie für ein Kind aussichtslos war, diejenigen, die hätten in Verantwortung gehen müssen, in Verantwortung zu nehmen, und haben weder eine Haltung dazu gelernt, noch Verhaltenskompetenzen gelernt, wie man andere in Verantwortung nimmt, sondern sie haben halt gelernt, durch Fehlanpassungen fehlende Verantwortung auszugleichen, auch wenn sie nachher im Leben einen Preis dafür bezahlen, weil das, was sie selbst verantworten müssen, was sie dann vielleicht nicht können oder nicht entwickeln, dabei dann vielleicht wiederum zu kurz kommt. Also sie können dann wiederum selbst am Ende das Opfer dieser Dynamiken sein. Ja, passt wunderbar. Also kommt nachher ein Beispiel aus dem Organisationsbereich, aber ich nehme an, es sind euch ganz von selber schon welche eingefallen. Dann Agitation. Jetzt muss man dazu sagen, in der Schiffchenschule war das auch eine Eskalationsleiter. Also wenn Gestörte, also der Notstand der psychotisch Gestörten wurde immer mehr, je stärker der Innere, je mehr sie also zu einer der unteren Stufen gegriffen haben. Einfach nichts tun ist aus einem weniger starken emotionalen Bedrängnis heraus erwachsen. Fehlverantwortung übernehmen schon, da ist ein Druck, irgendwas zu geschehen, aber es wird falsch gemacht. Und dann diese Agitation, das heißt, der Organismus versucht sich in irgendeiner Weise des aufgestauten Gestaltungsbedürfnisses, mit dem die Not gelindert werden soll, zu entledigen, hat aber keine gezielte Weise davon. Und im Kleinen seht ihr das dann, den Kunden, der den da macht. Da ist nicht so schlecht darin zu denken, der Mann und die Frau, die hat einen Druck, weiß, dass was tun muss, aber ist nicht besonders geschult, die ganze körperliche wie seelische Energie auf eine Konfiguration von verantwortlichem Verhalten zu steuern, sondern viel wird nebenbei abgefackelt zur Entlastung des inneren Drucks, ohne Beitrag zur Gestaltung der Situation, aus der der Druck vielleicht herrührt. Und wenn ihr jetzt auf der körperlichen Ebene oder eben auch durch das Handeln in der Abteilung jemand in hohem Maße agitieren seht, ist das auch ein Zeichen dafür, dass diejenige in hohem Maße unter Stress steht. Und da ist dann immer die Frage, wenn der Stress sehr hoch ist, kann man dann gleich mit vernünftigen Dingen arbeiten oder muss man erst etwas eigentlich zu einer gewissen
innerliche Entlastung tun, dass der andere überhaupt kooperation und einsichtsfähig wird. Also auch da wieder dieser Grundgedanke der Ich-Zustände, sichere die Kommunikationsfähigkeit, bevor du versuchst, über Kommunikation Botschaften zu überbringen und Wirklichkeit zu gestalten. Also Agitation bezeichnet so etwas wie ein Aktivitätsdrang oder Rausch, der sich aber nicht auf das, was von außen gesehen im Moment hilfreich wäre, den Notstand zu beheben, aufgrund deren jemand unter Druck ist, sondern er lädt die anderen ein, subtil oder offen beunruhigt zu sein, denjenigen aber als überlastet anzusehen und ihn dann nicht auch noch damit zu konfrontieren, dass er doch was Vernünftiges machen sollte, anstatt einfach nur irgendwas zu machen. Und macht es von daher schwer, den anderen in Verantwortung zu nehmen. Man kann auch andersrum denken, jemand, der nicht in Verantwortung genommen werden will, bringt sich auch leicht in hochagitierte Zustände, damit, und das wäre eine Form von Holzbeinspiel, jetzt in der anderen Terminologie, was kann man von jemandem, der sowieso so unter Stress ist, an der Stelle erwarten, jetzt kommt nicht auch noch mit Fragen der Zuständigkeit. Die Welt draußen ist noch da, wie schön. Ja, weiß man ja nie, bei Kafka gibt es ja, da fahren die in den Tunnel und der hört dann nie auf. Und die wären froh, da hätten Handy geklingelt. Ja, und die intensivste Art, Verantwortung zu vermeiden, in symbiotische Beziehungen einzuladen, ist einen Notstand zu erzeugen. Der Betroffene demonstriert, dass er absolut im Bedrängnis ist und unfähig, Verantwortung gerecht zu werden. Kriegt einen Herzinfarkt, ist immer auf 180 im Blutdruck. Kann auch sein, also dass sich jemand immer in einen Erregungsgrad hochpusht, dass alle nur damit beschäftigt sind, dass er runterkommt. Er setzt sich also selbst außer Gefecht und die anderen sind nur damit beschäftigt, dass das nicht in eine Katastrophe geht, anstatt mit den Problemen umzugehen, die dran wären, wenn derjenige normal funktionieren würde. Also es ist und dadurch kann natürlich aus dem symbiotischen Verhalten eines Systemteilnehmers eine Dynamik entstehen, die dazu führt, dass nach einer Zeit alle eigentlich in nicht Fehlverantwortungs Überanpassung, Agitation, Eskalation, Deeskalationsdynamiken beschäftigt sind und nicht mehr mit dem Lebenszweck der Organisation. Kommt in deutschen Unternehmen nicht vor oder höchstens ausnahmsweise. Die aus der schiffschen Psychologie mal einfach ein paar Grundideen, was kann man tun, um diese symbiotischen Verhalten zu konfrontieren. Wenn wir in Organisationskontexte gehen, wie gerade in meinen Beispielen, das ist natürlich sehr komplex, wo einem das erstmal nur eine sehr grobe Richtung bietet und nicht automatisch was klärt. Der nichts tut, den Nichthandelnden aktivieren, indem man ihn in die Verantwortung nimmt. Meine Frau sagt, ich hätte das mir zu einfach gemacht und lieber die Sachen selber gemacht, als die Kinder angehalten, sie zu tun und zu lernen. Ich glaube, sie hat recht. Weil es natürlich immer, und das ist das Dilemma, in das man geraten kann, welche die erst Verantwortung lernen müssen oder Verantwortung vermeiden, zur Verantwortung herangezogen werden muss, das ist eben immer auch Arbeit, Zusatzarbeit für die anderen. Und da scheint es sehr oft natürlich einfacher zu sein, in die Symbiose zu gehen. Auf Dauer ist es natürlich ein Verlustgeschäft. Also den Nichthandelnden aktivieren und in die Verantwortung nehmen. Also sieh mal zu, dass du aufstehst, den Fernseher abschaltest und den Müll runtertragst. Jetzt. Die Fehlanpassung. Dem Fehlangepassten, und das ist ganz wichtig, weil die Fehlanpassung was damit zu tun hat, dass derjenige
sehr oft sogar das Bedürfnis hat, sein Problem durch Anpassung zu lösen, aber er hat Fantasiegebilde, was die Erwartungen an ihn wären, und er passt sich an fantasierte Erwartungen an und nicht an tatsächliche Erwartungen. Solche Leute gehen einem fürchterlich auf den Nerv, die einem dauernd irgendwas zu machen versuchen, anstatt das, was man von ihnen braucht. Deswegen, und die wollen auch dauernd wissen, was man von ihnen braucht. Wenn man es ihnen aber sagt, machen sie das, was man ein Counterfeiting nennt, die verwandeln das in ihrem System in etwas um, was sie fantasieren, was man gemeint hätte, und machen dann etwas, was man nicht gebrauchen kann. Deswegen kann man dazu neigen, zu verweigern, dem anderen zu sagen, was man von ihnen möchte, was ihre Not aber erhöht, weil sie und sie noch mehr angewiesen macht auf die Fehlfantasien, was erwartet wird. Deswegen ist es wichtig, und das sind alle, haben alle die schlechte Karten, die nicht zu Direktivität nicht bereit sind, weil es ist an der Stelle wichtig, direktiv zu sein. Nicht im Sinn von autoritär, sondern im Sinne von dem anderen klar sagen, was erwartet wird und was Sache ist, und so konkret wie möglich und notfalls eine eindeutige Anweisung zu geben im Unternehmensbereich. Unter normalen bürgerlichen Vorstellungen hält man das für ein autoritäres Verhalten. Unter Fehlanpassungs-, Überanpassungsgesichtspunkten ist das die entscheidende Hilfestellung, weil derjenige sein Bedürfnis auf konstruktive Weise befriedigen kann und entlastet. Bei Agitation, erstens, und das ist manchmal delikat in der Beziehung, dem Agierenden klar machen, erstens, dass es nervt, zweitens, dass es unproduktiv ist und drittens, dass man das nicht haben möchte und dass das kein Ersatz ist für das, was ansteht. Und da ist natürlich in Privatbeziehungen gelten ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten als in Organisationsbeziehungen, insbesondere dort, wo auch hoheitliche Elemente in der Organisationsbeziehung eine Rolle spielen. Also man muss dann eben auch dem anderen sehr klar sagen, was er tun darf und soll und was er bitte unterlassen soll. Und ganz klar auch machen, dass egal wie erfolgreich er zum Beispiel damit ist, irgendwelchen Leuten Lehman Brothers Zertifikate zu verkaufen, dass das nicht ersetzt einen verantwortlichen Umgang mit dem Kundenstamm. Und da sind natürlich viele Unternehmen auch verführbar, weil das generell gilt, jemand, der groß agitiert, das ist auf jeden Fall mal ein Zeichen von Engagement. Und jemand, der damit noch in einer Dimension Erfolg hat, kann man dem sagen, dass das aber nicht die Dimension ist, in der man von ihm Verantwortungsübernahme erwartet und das eine das andere nicht kompensiert. Das erwartet, verlangt natürlich auch von denen, die konfrontieren, dass sie mit ihrer eigenen Korruptheit und ihrer eigenen Bereitschaft, sich blenden zu lassen, umgehen, sonst können die sowas nicht angemessen konfrontieren. Das ist ein Punkt, an den kommen wir, ich sage es mal jetzt kurz, ich habe nicht einen genauen Überblick, was ich alles wann wo platziert habe. Mir fällt es natürlich wichtige Dinge an unterschiedlichen Punkten ein, aber vielleicht generell was zu den symbiotischen Verhalten. Ach, wir kommen, glaube ich, nachher beim Verantwortungssystem nochmal dazu. Es ist in Organisationen wichtig, dass man aus der richtigen Rolle heraus konfrontiert. Weil wenn ein Mitarbeiter einen Vorgesetzten konfrontiert, muss das effektiv, aber rollengemäß sein. Und in den meisten Fällen nur ein aus der Rolle fallen ein, um zu konfrontieren, was in der Regel den Konfrontationserfolg kaputt macht. Und da ist auch ein wichtiges Stück Bildungsarbeit zu leisten, dass man lernt, Rollen kontextkonform zu konfrontieren. Nicht nur, dass man erkennt, da läuft ein symbiotisches Spiel. Ja, und wenn jemand Notstand erzeugt hat in größerem Umfang, also zum Beispiel schon von Milliardenverluste, aber jetzt in der Welt rumreist, um neue Fusionen vorzubereiten, und dabei das System in sich zusammenbricht, da hilft, der ist selbst in einem solchen Notstand, dass so jemand normalerweise für rein kommunikative Eingriffe nicht mehr erreichbar ist. Und da ist es oft auch einfach notwendig, zur
wer von schlimmeren Schäden für den selbst und für das System, in dem er sich bewegt, einseitig Eingriff von außen, Verantwortung muss übernommen werden, ersatzweise, aber nicht symbiotisch im Sinne von, ich habe das nötig, ne? Nicht? Also Gerd kommt wieder und rettet einen Konzern, dann muss er ein paar Politikfragen nicht so gut lösen, weil als Retter der Konzerne wird er bestimmt wiedergewählt. Da muss man gucken, was daran symbiotisch und nicht symbiotisch ist. Aber tatsächlich, und solche Themen haben wir ja jetzt in der Wirtschaftskrise zuhauf, was sind angemessene Eingriffe, Verantwortungsübernahme, wo man sich nicht schrecken lassen darf, auch durchzugreifen. Und wo besteht die Gefahr, dass man sowas nutzt, um dann wieder andere ungute Dynamiken zu aktivieren? Ja, auch da ist es jetzt so gewesen, dass mir aus der Situation heraus, glaube ich, genug Sprachfiguren und Ideen für den Organisationsbereich eingefallen ist, dass ich dafür jetzt, glaube ich, nicht nochmal ein eigenes Beispiel machen kann. Es ist sogar so, dass ich einerseits die Konzepte aus dem klinischen Perspektive schildere, aber dann sofort immer das Organisationsbeispiel dazu mache. Ist das, aber ihr könnt es gut übersetzen. Also das sind jetzt Agitationsbeispiele, Beispiele für jede Art dieser symbiotischen Verhaltensweisen. Ihr habt sie ja dann auf den Charts. Jetzt eine Definition nochmal, das klar zu machen, weil das dann auch die Brücke ist zu der Weiterentwicklung, die ich aus dem Konzept gemacht habe. Dysfunktional symbiotische Beziehungen sind Beziehungen, in denen Verantwortung nicht wahrgenommen wird oder Verantwortung verschoben wird, oder in denen das aus der falschen Verantwortungsübernahme entstehende Unbehagen verschoben wird. Das ist die eine Art von Definition. Das heißt, der Chef einer Beratungsabteilung sagt, wir müssen Umsatz machen, das ist ein wichtiger Kunde, ich kläre mit dem nicht, was durch den Beratungsauftrag wirklich erreicht werden kann, gehen Sie mal hin und machen Sie gute Arbeit. Sie sind doch in Wiesloch ausgebildet. Dann kann man das. Da wird eine klare Verantwortung vermieden, wird verschoben auf die entsandte Beraterin oder den Berater. Derjenige kann diese Verantwortung auch aber gar nicht wahrnehmen, weil das müsste ja eine Hierarchieebene höher verhandelt werden, was da die entscheidenden Punkte sind, wird also von daher nicht verantwortungsgeklärt erfolgreich handeln können und dadurch entstehen bei ihm selbst und bei anderen Unbehagen, ich sage jetzt nur die psychologische Dimension, es entstehen auch objektiv gesellschaftliche Schäden und die bleiben dann beim Berater hängen. Ja, was haben Sie da denn gemacht? Der Kunde sagt, es geht überhaupt nicht voran im Projekt. Und die Beratung wäre da auch in keiner Weise hilfreich. Also das können wir uns nicht leisten. Sie gefährden den Bestand unserer Abteilung. Und ja, ich mache jetzt mal gar nicht zunächst noch nicht, was man dann konfrontativ tun kann, sondern das ist aber sofort erkennbar. Es wird also, man erkennt oft, ja, da komme ich aber nachher nochmal drauf. Man erkennt oft die Verantwortungsverschiebung erst an dem Entstehen eines Schadens und dem Unbehagen, von dem man eigentlich nicht weiß, wie man damit sinnvoll umgehen muss. Also das ist die eine Art von Definition, die eine Ebene von Wirklichkeitsbeschreibung. Die andere ist die ist mehr personenbezogen oder wenn man es auf den Organisationsbereich ausdehnt, organisationsbezogen, durch dysfunktionale Symbiosen werden Potenziale nicht aktiviert, die da sind, oder nicht weiterentwickelt. Also vorher bei den Kindererziehungen habe ich gesagt, dadurch, dass ich immer lieber selber schnell aufräume, bevor ich mich mit der pädagogischen Aufgabe beschäftige, wie meine Kinder aufräumen lernen können, wären deren Potenziale nicht aktiviert, weil mein Sohn hat wunderbar aufräumen können, wenn er seine Märklin
Anlage neu aufbauen wollte. Es war nicht so, dass er das Potenzial nicht entwickelt hatte. Er hat es nur nicht in allen Kontexten, die man von einem Sohn vielleicht erwarten könnte, aktiviert. Oder aber, dass das Potenzial auch einfach nicht entwickelt wird. Also es wird jemand, der in einer Umgebung lebt, in der man klare Absprachen zwischen Beratung und Projekt zum Beispiel nicht üblich sind, auch niemand erwartet oder andere ersatzweise das für einen tun, lernt vielleicht auch nie, wenn man solche richtigen Verabredungen wirklich trifft, ist von daher in seiner professionellen Entwicklung auch geschädigt. Also von daher, das eine ist die situative Auswirkung auf Verantwortungssysteme und das andere ist auf die Verantwortung für die Entwicklung von Persönlichkeit oder Kulturen. Das sind also zwei Dimensionen, die mir wichtig sind und die wir dabei beachten müssen. Etwas, was meinem Wissen nach die Schiffs nicht konzipiert hatten, was aber in der Transaktionsanalyse eigentlich naheliegen sollte, ist die gleiche Denke auch auf die innere Steuerung, auf das innere Team anzuwenden. Ich will das mal an einem Beispiel wiederum aus der Beraterszene zu machen. Jemand baut so ein bisschen sein kleines Beratungsunternehmen auf, hat jetzt 3, 4 zusätzliche Freiberufler, die als Subunternehmer bei ihm arbeiten, lernt aber in sich eigentlich nie die Unternehmerrolle auszugestalten, sondern bleibt eigentlich auf der kollegialen Ebene. Wir machen Beratung situativ, zaubern wir, das können wir gut, prima. Dann kann man das so konzipieren, dass sich die neue Verantwortungsübernahme keine Identität, keine Kompetenz, kein Rollenbild entwickelt und dass das durch das immer größere Engagement derselben Person in einer anderen Rolle, nämlich als Freiberufler und kollegialer Netzwerkmanager, immer mehr gefordert wird, um die Defizite, die in der anderen Rolle gelebt werden, zu kompensieren. Der Unternehmer in mir macht einfach gar nichts und der Berater in mir soll es dann vor Ort trotzdem richten. Also man kann diese ganzen Überlegungen auch auf innere Verhältnisse übertragen und dann hat der Berater in mir zunehmend ein Unbehagen und möchte vielleicht das Beratungsfeld überhaupt verlassen. Es wäre aber richtig, dass der Berater in mir, dem Unternehmer in mir, sagt, entweder du gehst als One-Man-Show, dann brauchst du da nicht so viel Kompetenz und Verantwortungsvorstellungen und Fähigkeiten, oder du folgst deinen Vorstellungen, dass du dein Unternehmen ausbauen willst, dann lernst du bitte auch die Unternehmerrolle. Das ist ein Berufswechsel. Und da haben wir viele, viele Probleme im Feld. Oder es gibt auch umgekehrt, es gibt auch Leute, die sagen, ich mache Zocken ist out, ich mache jetzt eine Consulting-Firma. Es ist dann voll auf der Unternehmerschiene, lernt aber das Beratungsgeschäft nicht. Ja, und dann hat der Unternehmer zunehmend Unbehagen, die im Außensystem wie im Innensystem damit zu tun hat, dass die Berater nicht lernen, wie man das macht. Was natürlich dann entsprechende Aufträge brechen weg, es gibt Finanzierungsprobleme, das Büro ist zu groß und, und. Also der Unternehmer hat dauernd mit Problemen zu kämpfen, die eigentlich in einer anderen Dimension seiner selbst und damit auch seiner Kultur und der Aufmerksamkeitssteuerung und Wichtigkeitssteuerung in seinem Umfeld zu tun hat, und weniger eigentlich mit einer mangelnden Kompetenz als Unternehmer. Kann nämlich sein, dass derjenige hätte, würde der, weiß nicht, Zuckerrüben handeln, ein ausgezeichneter Unternehmer wäre, solange Zuckerrüben laufen. Also es liegt dann nicht daran, dass er Nachholbedarf hat. Und das ist dann wieder für uns Qualifizierer oder Supervidierer die Frage, wo sehen wir eigentlich den Mangel, dass das Gesamtsystem nicht so ganzheitlich funktioniert, wie es sein soll und
in welcher Teilperspektive, da sind wir wieder bei dieser Kompetenzformel, in welcher Teilperspektive ist der Gesamtzugewinn am höchsten, wenn wir dort dazu qualifizieren? Und ihr kennt wahrscheinlich die Berater, die die x-te Zusatzausbildung machen und damit Dinge, die in ihrer Lebensführung oder in ihrer unternehmerischen Gestaltung ihrer Arbeit liegen, versuchen irgendwie zu kompensieren, auch weil sie gar nicht wissen, dass sie denken, ihr Problem wäre, dass sie noch nicht der Top-Berater sind, dass das alles von selbst sich löst. Und haben von daher, so toll sie aus der einen Rollenperspektive sind, sind sie manchmal total blöd für die Erkenntnis aus einer anderen Rollenperspektive. Und da darf man nicht unterschätzen, wie gespalten Systeme und Menschen in sich sein können. Das heißt, ich habe so oft schon Klienten gehabt, weil ich ja sehr viel Berater, Unternehmer berate. Wenn ich dem das sage, sagt er, ja, das sage ich meinen Klienten auch immer. Also aus der Beraterrolle ist alles da. Aus der Unternehmerrolle wird es nicht realisiert oder es gibt keine Tradition, es nachhaltig auch wirklich mit Energie, mit Seelenkraft, mit Aufmerksamkeit zu besetzen. Und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Thema. Das nützt ja nichts, wenn ich ihm dann noch eine tollere Erklärung liefere, sondern dann muss ich mit ihm daran arbeiten, woran liegt das denn, dass er das nicht in seine Unternehmeridentität integrieren kann. Und da arbeiten wir zum Beispiel manchmal mit den seelischen Bildern, dass wir dann sehen, dass es gibt kein seelisches Bild für Unternehmertum im eigenen Hintergrund, sondern es gibt nur seelische Bilder von Leuten, die situativ gute Arbeit machen. Und dann kann ich mit ihm daran arbeiten, nicht auf der Kompetenzebene, weil an Wissen und Methoden und so weiß er ja alles, sagt er ja seinen Kunden, sondern muss ich ihm mit ihm auf der seelischen Identitätsebene arbeiten, dass in ihm ein seelischer Bezugsrahmen erwacht, aus dem heraus seine ganze Intuition sich auch in den Dienst einer anderen Identität stellt. Also ihr seht, diese Sache mit der Symbiose ist eine Grundüberlegung, die aber auf ganz verschiedenen Ebenen sinnvoll angewendet werden kann. Das kann ich nur als Feld benennen, da kann man sehr viel machen. Es ist aus der Psychotherapie heraus hat man ja immer erst auf symbiotische Verhalten zwischen zwei Individuen oder bestenfalls mehreren, mehr in privaten Zusammenhängen geachtet. Und wenn wir jetzt symbiotische Dynamiken in größeren Systemen haben und dem Augenblick, wo wir aufs Rollenmodell übergehen, kommt ja immer ein Milieu, eine ganze Welt, eine Professionskultur, eine Organisationskultur durch mich in die Situation herein. Und dann ist es eine komplexe Frage zu sagen, und in der Supervision ist es ja oft, ja, wenn da jetzt jemand zur symbiotischen Anpassung neigt, ist das seine persönliche Neigung? Oder ist er noch nicht kompetent genug, diese Art von Kultur in seinem Unternehmen mit der gut umzugehen oder sogar einen gewissen konfrontativen Akzent zu setzen? Da muss man differenzialdiagnostische Fragen stellen, wie zum Beispiel sagen, wie ist es sonst so in deinem Leben? Geschieht es auch auf anderen Bühnen, dass du in diese Art von Verwicklung kommst? Oder wie war es im Unternehmen, in dem du davor warst? Oder wie geht es anderen, die du für kompetent einschätzt in deinem Unternehmen? Und wenn du auf die ersten Fragen sagst, sonst passiert mir das eigentlich relativ selten, aber trotzdem frage ich, welche Frühstörung in mir wach geworden ist, dass es jetzt doch aufbricht. Und sagt auf der anderen Seite, es geht auch einigen anderen so, und zwar die aus ganz unterschiedlichen Herkünften und mit ganz unterschiedlichen Orientierungen unterwegs sind. Dann spricht doch relativ viel dafür, dass sie auf diese Weise in ein kulturelles Kraftfeld der Organisation geraten und nicht genügend Abstand davon halten können. Das kann persönlich sehr entlastend sein, weil das natürlich ganz andere Art von Entwicklungsarbeit nach sich zieht. Nämlich das heißt, wie kann ich ein System konfrontieren, wie kann ich einschätzen, was ich überhaupt machen kann, wie kann ich mich schützen davor, dass ich nichts zum Außenseiter in einem System werde, das sich natürlich nur sehr langsam in Richtung Konfrontationskultur bewegen kann. Da kann eine kleine Personalentwicklerin, so recht sie hat, die kann sich nur kaputt machen, wenn sie da nicht im angemessenen Maß arbeitet.
kann ich das aushalten, kann ich das nicht aushalten, muss ich in meinem sonstigen Leben mir Kompensation schaffen, damit ich es besser aushalten kann, oder muss ich nicht vielleicht überhaupt das Lebensarbeitsberufsfeld wechseln, weil es so für mich zu belastend ist. Also da gibt es eine ganz, ganz große